So, und jetzt seid ihr zusammen und ich alleine. So, Drei gegen Dose. okay, genau, herzlich willkommen bei Wir hauen Dose auf die Fresse. Mal gucken, was passiert. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Und wir haben natürlich eine Sache halt bisher noch nicht so richtig behandelt, die ja aber nicht so ganz unwesentlich ist, und zwar ist es Star Marine. So, das ist jetzt ja in dem 2.6er PTU mit drin und ich habe mir jetzt halt hier irgendwie mal noch drei Jungs mit dazu geholt und wir machen jetzt halt ein schönes, kleines, formloses, lustiges Let's Play. Und zwar sind dabei der Corin, der Doc 831 und Rufio 1983. Yay, servus. Hallo. Winkt mal. Haha, sie sehen euch nicht. Oh. Verrückt. So, und das Geile ist, wir haben jetzt zwar hier so eine Party offen, aber ob das so richtig funktioniert, gucken wir mal. Abgesehen davon sind die Server recht instabil. Dementsprechend halt, so werde ich da wahrscheinlich halt öfter mal reinschneiden müssen. Aber wir gucken mal, weil witzig ist es auf alle Fälle. Deswegen, ich drücke jetzt einfach, also ich kann jetzt einfach Launch drücken und ihr launcht alle automatisch, oder? War doch so. Das ist ja so das Prinzip einer Game Lobby. Das ist krass, diese Technologie. Also. Oh, Instant Match Found. Das muss man allerdings sagen, die Ladezeiten haben sich doch echt krass verkürzt so. Und das ist wirklich extrem flüssig. Ich meine halt, ich bin ja echt extrem froh darüber, wie sich das Ding jetzt dann halt doch gestaltet hat. Ich hatte ja irgendwie Angst, dass es halt so ein ganz furchtbar taktischer Shooter wird, aber es ist ja wirklich das totale Gegenteil davon. Wie, ich bin jetzt der Einzige, der reingekommen ist. Alle anderen hat's rausgeschossen. Ja gut, okay, dann kehren wir nochmal zurück zu dem Hangar. Verrückt, okay, dann sind wir jetzt ja alle mit dem Finger auf dem Knopf. Bingo. Dann zähle ich jetzt mal runter. 3, 2, 1, Launch. Searching found. Ja, das wäre mal cool, alle in seinem Team. Das wäre schön, halt so Fingers crossed, aber das ist halt immer einfach nur ein totales Jargon-Spiel, wo man halt landet, wie man dann weiß, der halt, und hast halt wieder Doc an der Backe oder noch viel schlimmer. Sifo, also, oh nee, Kacke, nicht ja, schon wieder. Nee, ich freue mich immer, wenn Sifo da ist, weil an meinem Team ist es halt wirklich halt eine wahre Pracht. Ist er im anderen Team halt so, ist das immer relativ unwitzig, aber hin und wieder kann ich ihm auch mal eine verpassen, dann ärgert er sich immer. Das ist schön. Nee, aber das ist halt wirklich einfach nicht zu fassen, halt so, wenn der da halt so irgendwie mit 29-0 halt hier durch die Gegend checkt, das ist halt einfach nicht komisch. Ach du Schande, die Kacke läuft ja schon. Na super. Läuft schon, ja. Und Corin ist bei mir, ja, Doc ist im gegnerischen Team, Rufio auch. Ja, ich schaff's immer wieder bei dir im Gegnerteam zu sein. Mann, ey, Doc, also ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, du magst mich nicht. Du willst mir mal ins Gesicht schießen. Das ist doch so eine heimliche Passion von dir. Da bist du auch schon. Yes! Oh, wenigstens das so schnell heilen, heilen, heilen. Ah, yes! Das hat ja gepasst. Mann, oh Mann, ey. Das war jetzt ja wirklich. Oh, Kacke, nee. Das ist ganz schlecht hier. Sponsor, ne? Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ich so, nee, das ist ganz schlecht. So. Oh, Kacke, das ist meine eigene Granate. Nicht schön. Sorry. Fuck, wo sind wir? Hinter uns. Ach, du Kacke. Rufio. Hier. Nimm eine aufs Haus. Geil. Ey, Jock, läuft. Oh, scheiße, Granate. Hey, Jungs. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht ja ab hier. Jetzt ist richtig. So ist schön. So ist richtig. Geil. Warum habe ich jetzt diese Kack-Penalty? Ich will nicht warten. Es ist wie, als ob man einen Sechsjährigen auf die stille Treppe setzt. Ich habe mich doch überhaupt nicht so schlimm benommen. Ich bin mich extra bestraft. Ja, genau. I am Glock, Leader of the Planet Omicron Percy I-8. Ja. Nicht dieses dicke grüne Ding aus Futurama halt so? Ah, klar. Was Fry's Nase irgendwie essen wollte, weil es halt ein Aphrodisiakum ist? Oh, die Runde läuft schlecht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie freut es mich, das von dir zu hören. Oh ja, ey, scheiße. Weißt du, also das ist ja wieder halt so, das alte Ding bewahrheitet sich, ja, also man ist nur so gut wie dein Team, ne? Nicht. Hep. Nicht wirklich. Mach die Taschenlampe aus! Ey, 6 zu 8. Irgendwie ein Deck.
Ja, was ist denn das hier? Ich hab hier irgendwie Kenny. Ach so, der Rubber Bandit. Ey, Rufio! Hallo. Oh oh. Entschuldigung. Oh oh. Das ist eine super Nummer, sie halt einfach damit von der Spawnzone wegzulotsen. Ja, ne, am Spawnpoint Battle macht ja keinen Sinn, die wachsen ja nach, ja. Wie Wasserflöhe. Doch nicht. So. Das kann ja so nicht bleiben, seien wir doch mal ehrlich, wie sieht denn das aus? Hecke, 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 Hecke. Yes! Woohoo! So, weiter geht's. Wo sind sie? Da drüben. Das Schöne an dieser Karte, und man weiß halt immer, wo der Gegner ist. Und ich glaube, die Leute werden markiert, die deine Teammates sehen, ne? War doch so. Irgendwie so in der Richtung. Ja, sonst würden die Kontakte ja nicht faden irgendwie, ne? So, Space Mocker ist platt. Ah, wie? Er schießt durch Wände. Der ist so ein Nevermore. Boah. Ja, 3 zu 1 geht aber noch so. 8-1, 4 zu 5. Ja, ich würde sagen, oh, Revier, ja, der ist böse, ich weiß. Woo! Weiter geht's. Ja, die Karte. A la Karte. Hey, hat jemand eine Knarre vergessen? Geil, nehme ich. Yes! Raketenwerfer oder was? Stimmt, das sind ja auch noch so Waffen, die wir halt noch nicht gesehen haben bisher. Raketenwerfer, ey, das wäre aber wirklich ein klein wenig drüber. Obwohl, so ein Granatenwerfer. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh, bitte haltet mir den Rücken frei, Jungs. Bitte haltet mir den Rücken frei. Geil! So. Spielen Sie den Valkyrenritt. Boah, holy crap. Naja, nee, das Energiegewehr ist schon geil, weil es viel präziser ist und keinen Rückstoß hat. Es verreißt halt nicht. Ich bin die Granaten. Ich hab da zwei von deinen Teammates mit zwei Granaten, die man. Du bist die Granatenpuppe? Ja. Geiler Typ. Ich auch. Schon krass drauf, die Typen, ey. Das ist schon krass, was da passiert. Zip. So, Space Mocker. Oh. KY. Hä? War doch schon hinten. Woohoo! Ich halte mich an Revier, der fetzt. Oh ja, der ist wirklich. Eieiei. Ah, oh, da kommt ich. Oh, nein, 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 nein! Oh. Sterben sollst du, verdammt! Ach, haje, haje, haje. Ach, naja, Performance ist gut. Moderation müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber alles in allem ist das wirklich ein sehr erquickliches Spiel, muss ich sagen. Ich find's schön. So. Ich habe dem Spiel kein Glück mehr. Ach komm. Das sagst du jetzt nur, um mir Mut zu machen. Bleibt der Idiot auch noch hier stehen, ey. Das halte ich ja nicht aus. Dieses Spiel lebt von der Bewegung, nicht campen. Ja, Gott. Es sei denn, es muss mal sein. Mann, los. Nein, nicht abbrechen! Immer. Ich flitsche immer irgendwie raus. Ist ja geil, ich wurde beim Hacken dreimal vom Terminal weggeschubst, aber vom Terminal selbst, da war sonst keiner. Ich mag dich. Nee, offenbar nicht, es wollte nicht von mir angefasst werden. Aber wie das immer so ist, man muss einfach nur dranbleiben. Oder Hände waschen. Ja, das auch. Ich
Hallo, Dosa. Hey. Oh, Corin ist ja auch noch dahinter. Ups. Ja, da war ein bisschen was über. Ja, ich hab's gemerkt. Aber ich lebe noch. Ja, aber warum liegen die Autos jetzt auf einmal endlich vorne so? Das kann ja eigentlich auch nicht so bleiben. Wir wehren uns ein wenig. Ja, ich stehe drauf, wenn sie sich wehren. Oh, ah. Oh nein! Vielleicht kommt der Captain Picard noch. Pff, ja, war Captain Adama. Zack, Daumen im Hintern. So, what the fuck is going on here? So, Random Guy Fawkes ist glatt. Och, meine Herrschaften. Ey, Rufio, du Schlingel. Und dann auch noch mit der Schrote, ey. Mann, oh Mann. Ich glaub, der mag mich nicht. Nee. Boah, ey, das rattert ja hier. Aber das finde ich ja geil, wenn es so richtig losgeht. Oh, 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 die muss ich haben, die muss ich haben hier. Das muss ich, ist doch, oder doch? Ja, die muss ich haben, geil. Ah, das Lasergewehr. Ein Träumchen. Zip, immer nicht vergessen, halt Vitamine einzupacken. Man weiß nie, wann man es brauchen kann. Und da hinten haben sie auch schon wieder Streit angefangen. Ich sehe es doch schon wieder. Ich sehe halt nur nicht, auf den, wen er schießt. Bildet er sich das nur ein, oder? Nee, lass ich nicht. Die! Au! Oh, sag mal, wo kommt denn das her? Hä? Ah, hab ich. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen, wo warst du denn? Ich bin hergelaufen. Das ist ja krass, okay. Nee, hab ich nicht gepeilt. Ich kann nur irgendwie den Computer nicht hacken. Das geschieht dir recht. Bleib kurz da, ich zeig dir, wie es geht. Nein! Doch. Nein! Doch. Oh! Und wieder raus. Anyways, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal kurz Feierabend mit der Aufnahme. Das ist Star Marine, halt so wirklich äußerst geil, macht riesengroßen Spaß. Vor allen Dingen halt so mit so guten Jungs wie den Corin, Rufio und Doc. Dann fetzt das nämlich besonders, ja, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Aber, nee, absolut, absolut sehenswert. Ich bin super, super happy damit, dass es sich halt tatsächlich so gestaltet, wie es sich gestaltet. Ultra ehrlich. Das größte Problem, was das Ding hat, ist einfach diese dämliche Serverstabilität, gerade was sich ja aber jetzt eigentlich immer so gestaltet hat. Wenn so richtig neues Zeug gekommen ist, dann war das am Anfang immer so ein klein wenig schwierig, aber das wird ja besser werden. Sonst halt so super slick, super schnell. Ich habe eigentlich durchgängig 60 FPS auf der Map. Die Waffen sind geil, die Karten sind super, die Mischung aus EVA und so den verschiedenen Elementen, die halt eben so mit drin sind, sind absolut episch. Nee, werde ich jetzt halt noch ganz, ganz, ganz viel zocken und wenn ihr da dann auch joint, dann sehen wir uns da und schießen aufeinander. Das wäre ganz großartig. Deswegen liked und disliked diese Episode, schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, das macht uns ganz besonders Spaß. Patreon könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr Bock habt, müsst ihr aber auch nicht, wenn ihr nicht wollt. Und ansonsten sagt Dozer und halt eben die Crew euch jetzt mit auf 3, 2, 1, see you on the flight deck! Ja gut, das üben wir auch nochmal. So, ich drücke jetzt hier Stopp, jetzt geht's weiter. Hopp, 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 hopp. Das darf nicht so lange dauern.